auf der einen Seite ist der Red Bull-Sitz einer der gefragtesten. Auf der anderen Seite hast du aber Max Verstappen als Gegner. Das begehrteste Cockpit der Formel 1, zumindest laut Helmut Marko, das wäre natürlich der zweite Platz neben Max Verstappen im Red Bull. Und der wird ja irgendwann frei werden, denn Sergio Perez hat nur noch ein Jahr Vertrag. Und im Sommerinterview bei Servus TV, dem offiziellen Broadcaster der Formel 1 in Österreich, da spricht Helmut Marko mal über die Kandidaten, die dafür in Frage kämen. Zum einen nennt er Norris, den man auch bei AlphaTauri vor einigen Jahren schon ins Cockpit holen wollte. Damals noch bei Toro Rosso, habe ich selbst noch gar nicht gewusst. Er spricht natürlich auch über Daniel Ricciardo, dessen Genesung, wann kommt er zurück ins Cockpit, über seinen Vertreter Liam Lawson, wie er sich schlägt, wie er seine Zukunft sieht. Und wir haben glücklicherweise eine Kooperation mit Servus TV. Das heißt, wir dürfen die Inhalte von Sport und Talk aus dem Hangar 7 auch dem deutschen Formel-1-Fan ins Wohnzimmer bringen. Also viel Spaß beim Interview. Bei Max ist alles auf Schiene. Wie hingegen siehst du momentan die Performance von Sergio Perez? Wenn man jetzt gestern schaut, Monza, P2 ist es geworden, scheint ja alles wunderbar eigentlich zu sein, so wie es sein sollte. Wenn man sich aber das Wochenende anschaut, muss man sagen, Crash am Freitag, Qualifying für eure Ansprüche P4. Weiß, ihr seid schon froh, wenn er in Q3 ist und wenn es so weitergeht. Wie würdest du dieses Wochenende von Sergio Perez zusammenfassen? Es war sicher eines seiner besseren Wochenende und das wissen wir, er hat Probleme im Qualifying, er hat Formschwankungen, er ist Südamerikaner und der ist halt im Kopf nicht so völlig fokussiert, wie es beispielsweise der Max oder wie es der Sebastian war. Aber die Rennen sind größtenteils gut und sein Rennen gestern war ein sehr, sehr gutes Rennen. Er hatte 3 Leute zu überholen, es war Russell nicht einfach und die Ferraris haben ja gewusst, sind auf der Geraden schneller. Also da hat er absolut alles richtig gemacht und es kommen jetzt auch Kurse, er hat voriges Jahr Singapur gewonnen, die mehr liegen. Also wir sind optimistisch und das in unserer ganzen Erfolgsstatistik, komischerweise 1-2 haben wir noch nie geschafft, darum sind wir da irgendwie ganz heiß drauf, dass das heuer endlich gelingt. Du hast jetzt auch gerade gesagt, Sergio Perez, 2024 ist fix. Dann hört man aber wieder, naja, Leistung muss er schon bringen, fix ist eigentlich gar nichts. Dann liest man plötzlich wieder so, Max Verstappen ist großer Lando Norris-Fan. Was ist jetzt wirklich Tatsache, Stand jetzt zumindest? Tatsache ist, dass ein Vertrag bis 2024 besteht und Lando Norris einen Vertrag bis 2025 hat. Leider so lang, das wäre ein Kandidat von uns. Wir waren mit ihm, mit Alfa, also damals noch Toro Rosso, Handel sein, bis dann sein Management draufgekommen ist, dass da noch eine Klausel im McLaren Optionsvertrag ist und hat es nicht geklappt. Also von der Jugend, vom Speed her, wird er sehr zu uns passen. Sergio ist über 30. Kriegt sein viertes oder die Frau kriegt das vierte Kind. Also der hat schon auch noch ein anderes Lebensumfeld und Interesse. Und da müssen wir halt schauen, was nachher passiert. Weil wir haben ab 26 ein neues Reglement. Und das eigentlich wildeste Projekt und schwerste ist unsere eigene Motorenfabrik, die jetzt aufgezogen wurde. Das ist ein ganz komplexes Thema. Red Bull Powertrains. Red Bull Powertrains, da sind wir schon sehr weit. Und da von der Leistung her zufriedenstellend. Wenn die Spionagezahlen stimmen, sind wir noch nicht ganz an der Spitze, aber wir sind an zweiter Stelle. Für das, dass wir das erste Mal machen, ist, glaube ich, auch recht gut. Aber wir müssen gerüstet sein. Und auf der einen Seite ist der Red Bull-Sitz einer der gefragtesten. Auf der anderen Seite hast du aber Max Verstappen als Gegner. Und da brauchst du schon eine sehr starke Persönlichkeit, mental, unglaubliche Stärke, um dazu, bis jetzt ist ja noch keiner, die wir im zweiten Auto haben, gegen Max Verstappen angekommen. Und so gesehen ist Perez eh schon der Beste, der das jetzt bis ins dritte Jahr geschafft hat und trotzdem hin und wieder auch Siege einfährt. Daniel Ricciardo ist ja eigentlich zurück, leider verletzungsbedingt jetzt ausgefallen. Wie geht es ihm da aktuell? In Sandford ist er gecrashed, hat sich die Hand gebrochen und wird jetzt, weißt du schon genau, wie lang höchstwahrscheinlich ausfallen? Leider ist es ein relativ komplizierter Bruch. Es sind 7 Splitterungen und es ist der gleiche Arzt, der den Marc Marquez operiert hat. Dr. Mir in Barcelona. Ja, und man geht von 6 Wochen aus, aber wir wollen da auch nichts riskieren. Wir mit Liam Lawson einen super Ersatzmann gefunden. Also ich schätze, dass er frühestens in
in Doha an den Start gehen wird können. Kommen wir zu Liam Lawson ganz kurz. Der hat wirklich eine tolle Performance hingelegt. Der musste da in Sandford über ein Training reingehen ins Qualifying, ist 13. geworden, ist jetzt hier in Monza 11. geworden. Also der hat gekratzt jetzt schon an den Punkten, direkt in Q2 auch gefahren, in seinem zweiten Rennen überhaupt. Erkennst du da vielleicht schon wieder so ein bisschen so ein Übertalent oder wo schätzt du ihn ein? Wäre er auch eine Option vielleicht für ein Cockpit nächstes Jahr? Alpha Tauri, denkt man da schon irgendwie weiter nach? Also Liam Lawson ist schon einige Zeit bei uns. Und ist so ein bodenständiger Neuseeländer vom Typ her, wie der Danny Halm oder Bruce McLaren. Beinharter Racer im Zweikampf. Also das ist sicher ein Mann für die Zukunft. Und man muss sagen, der wäre in die Punkte gefahren, wenn die Strategie gestimmt hat bei Alpha Tauri, muss ich leider anmerken. Das war ein bisschen ein Pech natürlich. Aber nein, das gesagt, war falsche Entscheidung. Also, aber trotzdem, der Speed war da. Und das ist sicher auch für die Zukunft, aber jetzt war er noch in der japanischen Meisterschaft, dieser Zweite, die ist eine sehr diffizile, schwierige Meisterschaft. Die Autos sind schneller als die Formel 2, aber dadurch, dass es in Japan ist, wird es bei uns nicht so wahrgenommen. Und vielleicht kann er die gewinnen und entweder sitzt in einem Auto oder er ist Reservefahrer, weil wie man gesehen hat, kann es ja relativ schnell gehen und wenn wir vier Autos haben, waren wir eigentlich sehr optimistisch, dass wir da nicht mehr vorgesorgt haben. Wenn euch die Servus-TV-Inhalte von Sport & Talk aus dem Hangar 7 gefallen, gerne mal einen Daumen hoch auch für unseren Kanal da lassen, das Video euch aufbereiten und ihr könnt euch schon freuen auf das nächste Video. Da gehen wir mal drauf ein, was macht eigentlich Helmut Marko so als Ausgleich zur stressigen Formel 1 und wie lange wird er noch dem Zirkus treu bleiben? Viel Spaß!